Sogar in Chicago wird das Internetnetzwerk der deutschen Salafisten aufmerksam beobachtet. Hier sitzt die Organisation Internet Haganah. Ihr Gründer, Aaron Weisbord, überwacht die Webseiten und Facebook-Profile der Islamisten. Bei seinen Recherchen stieß Weisbord auf einen weiteren Facebook-Freund des Frankfurter Attentäters. Sein Kampfname im Internet, Salahuddin ibn Jafar. Der 28-Jährige ist Sohn einer Deutschen und eines christlichen Syrers. Geboren wurde er im Saarland. Salahuddin gilt als zentrale Figur. Das Bedeutende an Salahuddin ist einfach, wen er kennt und mit wem er in Verbindung steht. Wenn es nur ein Zufall ist, dass er mit so vielen Terroristen vernetzt ist, dann ist das ein ganz schön großer Zufall. Unter seinen Freunden finden sich prominente Namen. Neben Arid Uka, dem Mörder der US-Soldaten, war Salahuddin auch eng mit Daniel Schneider befreundet. Schneider war Mitglied der Sauerlandzelle, die Bombenanschläge in Deutschland plante. Verbindungen hatte Salahuddin auch zu Taimur al-Abdali, einem Schweden irakischer Abstammung. Er zündete im Dezember vergangenen Jahres in Stockholm eine Autobombe. Anschließend sprengt sich al-Abdali selbst in die Luft. Salahuddin und seine amerikanische Frau, genannt Jihad Cathy, haben es mittlerweile bis in die US-Abendnachrichten geschafft. Grund ist dieses Video. Es zeigt den Deutschen und Jihad Cathy, wie sie zu islamischen Gesängen mit einem Sturmgewehr posieren. Die Spur des Ehepaares führt nach Saarbrücken. Hier wohnt der Mann, der jahrelang von Sozialleistungen lebte. Erstmals äußert er sich vor einer Kamera zum bewaffneten Kampf seiner Brüder. Hier in Deutschland, verstehen Sie, natürlich in diesem Zivilistenland darf man nicht. Was hätten die davon, wenn die Zivilisten angreifen, die Muslime? Verstehen Sie? Na, Bundeswehr und US-Militär, Soldaten anzugreifen, nach islamischem Recht, ist legitim. Niemand würde um sein Leben fürchten müssen von diesen Soldaten, von diesen US-Soldaten, von diesen deutschen Bundeswehrsoldaten. Solange die dort sind, müssen die auch damit rechnen, dass es Muslime geben wird, die sagen, okay, ich verteidige meine Geschwister, ich verteidige unser Länder, die Länder Mohammeds, und die sich wehren, das ist natürlich. Die sich auch in Deutschland wehren zum Beispiel? Auch in Deutschland, ja, haben Sie gesehen, was passiert ist in Frankfurt. Zwei US-Soldaten hat es weggehauen, verstehen Sie? Und das ist... Was haben Sie da gedacht, als Sie das gehört haben? Was habe ich dabei gedacht? Aber das ist, wie man in den Wald schaut, so schaut es raus. Cassie Smith stammt aus Indianapolis. Dort konvertierte die 46-Jährige zum Islam. Ich übe nur mein verfassungsmäßiges Recht aus. Ich sage den Menschen damit, dass ich meine Familie beschützen werde. Und es ist das Recht jedes Menschen zu sagen, ich beschütze meine Familie. Auf dem Facebook-Profil ihres Mannes findet sich ein Link zu einer Sprengstoffanleitung. Er führt zu einer Seite namens Islamic Hacker Union. Hier wird vor allem dschihadistische Propaganda verbreitet. Im Download-Bereich gibt es aber auch handfeste Hilfe für Gotteskrieger. Das Rezept für den Sprengstoff, den auch Al-Qaida gern nutzt. Bereits 8 Gramm der Substanz haben eine verheerende Wirkung. Der Betreiber der Internetseite sitzt in Neumünster. Harry M. ist 19 und Schulabbrecher. Sein Kampfname Isa al-Khattab. Mit der Anleitung will er seine Brüder weiterbilden. Diese Anleitung gehört für mich zum Allgemeinwissen eines Muslims. So. Und das sage ich auch ganz offen. Damals, in der Zeit von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gehörte es zum Allgemeinwissen, mit dem Schwert umzugehen. Heutzutage gibt es andere Waffen wie Kalaschnikow oder Handwaffen oder halt auch Bomben. Auch auf der Seite ein Video zu Ehren von Osama bin Laden. Sein Tod ist für den jungen Islamisten vorbildhaft. Mein Leben, dass ich so schnell versuche, islamisch gerechtfertigt, das diesseitige Leben zu verlassen, um das Paradies zu betreten. Sie wollen schnell sterben? Ja, wenn das gerechtfertigt ist. Also natürlich schnell sterben in dem Sinne als Märtyrer. So, und das sollte von jedem Muslim der Wunsch sein. In Pinneberg galt diese Hinterhofmoschee als Treffpunkt der Islamisten. Auch Harry M. besuchte hier regelmäßig Veranstaltungen. Einer der Höhepunkte, der Auftritt von Abu Malik.
einem ehemaligen Gangster-Rapper, der mittlerweile offen zum Dschihad aufruft. Nach Protesten aus der jüdischen Gemeinde Pinneberg musste die Moschee schließen. Seitdem wird ihr Vorsitzender von Harry M. bedroht. Erstmal fing es an mit einem Satz, also wir müssen uns nicht von einem dreckigen Juden belehren lassen, was wir zu tun haben und zu lassen haben. Daraufhin habe ich Strafanzeige gestellt. Und daraufhin gab es dann dieses Bild mit dem durchgekreuzt, also rot durchgekreuzt und der Drohung, pass auf, dass Allah dich nicht schon im Leben mit dem Tod bestraft. Im Kampf gegen radikal-islamistische Netzwerke gelingen den Terrorfahndern auch Erfolge. Seit 4 Wochen wird vor dem Münchner Oberlandesgericht gegen 7 Männer und eine Frau wegen Unterstützung von Al-Qaida und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung verhandelt. Einer der Hauptangeklagten, René S. aus Bremen. 30 Jahre alt, mehrfach vorbestraft und vor Jahren zum Islam konvertiert. Sein Kampfname im Dschihadistennetzwerk Muhammad Ali. Er soll die deutsche Sektion der globalen islamischen Medienfront geleitet haben. Auf tausenden von Seiten veröffentlichte die GIMF Aufrufe zum Heiligen Krieg und bestialische Hinrichtungsvideos. Kurz bevor die Fahnder die Verantwortlichen identifizierten, stellten die radikalen Macher noch eine letzte Drohung ins Netz. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Macht so viele Festnahmen, wie ihr wollt. Löscht unseren Blog, so oft ihr wollt. Löscht das Forum, so oft ihr wollt. Ihr werdet euer Ziel nie erreichen. Wir werden immer weitermachen, bis wir den Sieg erlangen oder das Märtyrertum. Ein weiterer Vorwurf der Ankläger, der Deutsche wollte sich in Afghanistan der Al-Qaida anschließen. Bei René S. war es so, dass er es versucht hat, dahin zu kommen. Er hat sich hier sozusagen gegenüber einem Al-Qaida-Vertreter verpflichtet und ist dann über Amsterdam, Istanbul nach Teheran gereist, um sich von da schleusen zu lassen. Leider ist das, aus seiner Sicht leider, aus unserer natürlich, Gott sei Dank, ist offenbar das Treffen mit dem Schleuser nicht zustande gekommen, sodass er dann nach kurzer Zeit unverrichteter Dinge wieder zurückgefahren ist. Bis zur möglichen Verurteilung befindet sich René S. auf freiem Fuß. Die Ermittler zählen den Konvertiten zu der Takfir-Bewegung, der radikalsten Strömung der Salafisten. Sogar gemäßigte Moslems gelten für sie als Ungläubige. Eines der Takfiri-Zentren, in dem auch René S. laut den Ermittlern bis zum heutigen Tag ein- und ausgeht, befindet sich im Bremer Stadtteil Gröpelingen. Ganz geheimnisvoll. Türen sind immer zu, Leute stehen nie draußen. Aber nachts, meine Cousine wohnt hier, die hat gesagt, nachts ist hier viel los. Seit einigen Jahren schon stehen die Mitglieder des sogenannten Kultur- und Familienvereins im Visier der Terrorfahnder. Offenbar nicht ohne Grund. Die Personen im Kultur- und Familienverein sind eben ideologisch sehr stark radikalisiert durch diese Zuwendung zur Takfir-Bewegung, sodass wir schon davon ausgehen, dass dort ein hohes Gefahrenpotenzial auch von den Mitgliedern des Kultur- und Familienvereins ausgeht. Zumindest an einer Person lässt sich die Gefahr festmachen. Lors Dukajew, 28, Tschetschene. Im letzten Jahr hat er den Bremer Kulturverein mehrfach besucht. Kurz danach zeichnet die Überwachungskamera eines Kopenhagener Hotels Lors Dukajew beim Kauf eines Buches auf. Einen Tag später, es ist der 11. September, kann die dänische Polizei den radikalen Moslem in einem Park überwältigen. Der Tschetschene war offenbar kurz davor, sich mit einem Bombengürtel vor einer Zeitungsredaktion in die Luft zu sprengen. In Bremen gibt man sich gottesfürchtig. An den prominenten Dschihadisten will man sich nicht erinnern. Sie haben nichts anderes zu tun, ne? Nur diese solche Leute. Kennen Sie denn diese Person, die war öfters hier? Ja, müssen Sie Polizei gehen, da Polizei kennt die, sich. Die bestimmt. Kennt den gut. Ja, warum gehen Sie nicht da? Warum war er denn hier, Lars Dukajew? Wissen Sie das? Ich kenne ihn nicht, er war nicht hier bei uns. Zeigen Sie mal. Das ist der Mann, der in Kopenhagen die Zeitung Jyllandposten in die Luft sprengen wollte, weil die Mohammed-Karikaturen veröffentlicht haben. Ja. Und der war letztes Jahr hier. Er sollte mal hier sein gewesen sein. Unser Glaube gibt's nicht so was, Luftspringen und so, ne? Wir beten nur Gott, Allah, sonst nicht. Aber Sie sind doch Takfir-Religion. Nein, nein. Welche Ziele verfolgen Sie denn? Gott.
Was sagen Sie denn zum Tod von Osama bin Laden? Schade für euch. Was auch immer das heißen mag. In Frankfurt beendet nach mehr als 2 Stunden religiöser Massenindoktrination Salafistenfürst Pierre Vogel sein missionarisches Tagwerk. Es sind nicht wenige, bei denen die radikalen Thesen auf offene Ohren stoßen. Das Tolle ist, dass er die Wahrheit offenbart. Er spricht klipp und klar die Wahrheit aus. Also noch eine Frage. Der Islamist sagt, du bist gerettet, weil du letztendlich die wahre Religion vertrittst und entsprechend letztendlich danach lebst. Die Realität sagt mir aber gleichzeitig, ich bin Verlierer der Gesellschaft, weil ich nicht die Qualifikation habe, die mir letztendlich halt die Teilhabe ermöglichen. Jetzt kann man darüber nachdenken, was ist einfacher? Am Abend nochmal die Schule zu besuchen, Abschluss zu machen, um dann eine positive Identität wahrzunehmen oder tatsächlich die Argumentation des Hasspredigers einfach zu übernehmen, zu sagen, ich werde benachteiligt. Und das ist natürlich einfacher. Ein Philosoph hat einmal gesagt, im Namen der Toleranz sollten wir das Recht beanspruchen, die Intoleranz nicht zu tolerieren.